Hey Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz. Wir sind immer noch in der Elektrolyt-Höhle, aber wir sind dem N krass auf den Fersen auf jeden Fall. Aber erstmal müssen wir hier noch ein bisschen gegen andere Labs weiterkämpfen. Ich werde eigenhändig alle Rätsel dieser Welt lüften. Für dieses Ziel setze ich den Kampf fort. Es hat ungefähr so viel Sinn gemacht wie Schnee im Sommer oder sonst was. Keine Ahnung. Und ein Klick, Alter. Wen willst du denn verarschen? Gut, dass ich die Position ausgetauscht habe, denn Peter ist jetzt auf dem Platz. Und der wird jetzt erstmal eine Nitro-Ladung verschießen, die Klick auf jeden Fall umbringt, Mann. Also stirb! Krass, ich muss sagen, ne? Klick, da kann man sagen, was man will, aber Klick hat wirklich eine hohe Verteidigung und sowas. Und eine hohe Spezialverteidigung. Kann man so sagen. Yay, Level 30! Yay! Sehr gut. Cameron. Ob ich nun gewinne oder verliere, die ungeklärten Fragen häufen sich nur weiter. Du kannst ja gleich vom Berg springen, mein Freund. Hat keinen Sinn. Aber ich will Schutz haben, Mann. Gib mir einen scheiß Schutz. Ich will einfach nur einen Schutz finden. Ja, wie gesagt, ne, wir sind immer noch auf der Suche nach N, der wohl hier in der Elektrolythöhle sein muss. Tja. Top-Trank gefunden! Ja, der ist wohl immer noch hier in der Elektrolythöhle und, ey, die Höhle ist einfach so groß. Obwohl man zu uns gesagt hat, es gibt, obwohl, glaube ich, Turner selbst zu uns gesagt hat, ja, es sieht zwar komplizierter aus, als es ist, aber es gibt im Grunde nur einen Weg. Ja, ich merk's, Alter. Wir sind eben an der Weggabelung rechts gegangen und sind jetzt hier. In Höhlen stolpert man oft auch an Felsvorsprüngen über Pokémon. Kleinstein. Kleinstein. Was? Was war... Hä? Okay, ist ein Shortcut. Ah, ich hab verstanden. Ich wollte schon sagen, hey, was machen die denn hier? Alter. Okay, dann ist das nur wieder eine Abkürzung nach draußen. Ich wollte schon sagen, Alter, ich wäre ausgerastet. Besonders wenn sich dieser Stein wieder zurückgedreht hätte aus irgendwelchen randommäßigen Gründen, was bei mir sicher passiert wäre, aber ich wäre ausgerastet, Alter. Meine Fresse. Ja, auf jeden Fall hat Turner zu uns gesagt, ja, es gibt im Grunde nur einen Weg und ja, ich glaube, so langsam hat er recht. Bis vor einer Minute war ich noch der Meinung, hör, klar, was ist das für eine Scheiße, aber jetzt gerade hat er, glaube ich, recht. Ich habe mir im Schweiße meiner Füße eine eigene Gewinnstrategie zurechtgelegt, Mann. Krasser Typ, Alter. Ja. Ast-Trainer Naoto. Ah, unser erster Ast-Trainer hier. Elfun, aka Elefant. Das Spiel für kleine Kinder, falls ihr das kennt. War das nicht Fee-Pflanze oder so? Oder Fee-Käfer? Naja, Fee ist ja sowieso erst in der sechsten Generation. Wie soll ich sagen? Ja, relevant vorgekommen. Hier ist es ja noch wahrscheinlich noch Käfer und sowas, aber Alter, das sieht ja gar nichts ab. Alter. Was soll der Scheiß? Machst du da? Rückenwind, Alter, deine Mom ist Rückenwind. Fusch! Bitch. Ganz ehrlich, deine Senkungen von Initiative und sonst was, das bringt dir gar nichts, Freundchen. Fräulein. Okay? Haben wir uns da verstanden? Bam! Stirb! Boah, das war ein Mammut-Pokémon. Das hat echt gedauert. Obwohl es sehr effektiv war. Ich glaube, selbst mit Raguni hätten wir da keinen Erstschlag oder First One-Hit gemacht. Meine Fresse. Boah, krass. Guck dich mal an. Ein halbes Level voll. Das ist schon ein Mammut-Pokémon. Galapafloss. Galapafloss. Das hört sich nach Wasser an. Nach wegen Galapagos und sowas. Schildkröte. Ich bin gut. Aber auch für dich ist der Zeitpunkt gekommen, zu sterben, mein Freund. Boah, was sind denn das für Mammut-Pokémon? Der gibt bestimmt auch über 1000 Erfahrungspunkte. Das könnte ich mir sogar vorstellen, ey. So krass, wie die drauf sind.
Krass, dabei ist der Funkensprung von Peter eine richtige, Power-Attacke. Naja, ist egal, komm, Funkensprung, Alter. Und dann kannst du sterben gehen, Mann. Sehr schön. Boah, das gibt bestimmt auch wieder so etwas weniger als ein halbes Level. Gar nicht? Nein? Dein Ernst? Okay. Ach je, wie deprimierend. Wenn ich verliere, schaffe ich es immer schnell, mich wieder aufzuraffen. Würde ich als Trainer einfach aufgeben, wäre meine Pokémon schließlich hilflos. Da ist N. Alter. Wir sind doch den richtigen Weg gegangen. Gut, dann scheiße ich eben mal kurz auf N und gehe mal die linke Gabelung, weil ich dachte echt, dass die linke Gabelung die richtige wäre, aber das scheint wohl auch nicht der Fall zu sein. Meine lieben Kinderchens. Aber ich glaube auch gleich, dass es zum, zum Kampf gegen ihn kommt, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Also jetzt mal unter uns Sonntagsbrötchen, ne? Ich glaube echt gleich, dass es zum Kampf kommt. Das kann man, glaube ich, sagen. Ne? Klick! War die Entwicklung von Klick nicht Klicke die Klack oder sowas? Habe ich das nicht schon im letzten Part gesagt? Déjà-vu. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hm, komisch, komisch. So, schnell da rein. Was gibt's hier? Alter, die Musik ist ja noch creepiger als eben. Die wird ja immer tiefer, die Musik. Alter. Wenn es darum geht, meine Pokémon zu trainieren, schaue ich auch nicht vor Orten wie der Elektrolythöhle zurück. Obwohl ich hier, oder obwohl hier alles unter Strom steht, Mann. Ja. Ich bin gut. Kämpf gegen mich. Kämpf gegen mich! Mach ich doch, Astrainer, aber mach ich. Rotomurf. Da wechsle ich lieber ein. Ich glaube, ich wechsle zu Random Kai. Yo. Boah, und selbst unser Dennis ist jetzt wieder Level 32. Allein wegen des EP-Teilers. Das sieht man, ne? Wie schnell die leveln. Krass, ich sollte ihn hier wieder wegnehmen am besten. Ja gut, während er sich vergräbt, machen wir mal ein Wachstum. Pushen uns ein bisschen. Weil im Endeffekt wird das sowieso nichts abziehen. Was er da macht. Oh, ich könnte mir nicht vorstellen, dass es viel abziehen wird. Ja. Ist zwar Rotomorph, hat einen hohen Angriff, aber selbst das hat nicht so viel abgezogen. Und selbst wenn, dann mache ich gleich einen Megasauger. Und dann kriegt er trotzdem auf die Fresse. Bam. Volltreffer, meine Freunde. Wir haben in den letzten Parts Glück, was Volltreffer angeht. Zebritz. Okay. Es ist an der Zeit, mein lieber Enrico. Du darfst auch wieder releveln. Übrigens, apropos Enrico. Ist ein Abonnent, der in den letzten Parts ziemlich wenig geschrieben hat oder gar nichts mehr geschrieben hat. Ich glaube, in den letzten 10, 15 Parts habe ich, glaube ich, gar keinen Kommentar mehr von ihm gesehen. Ist schade. Aber was willst du machen? Tja, boah, der Beulen, habt ihr es gesehen? Das macht auch ein bisschen Schaden. Aber naja, wie gesagt, hier gibt es jetzt einige Abonnenten, die nicht mehr kommentieren oder die kaum noch kommentieren. Aus Gründen, ich weiß es nicht, Zeitmangel oder keine Lust mehr, ist okay. Ist zwar schade, aber was willst du machen? Der Strom läuft weiter, aber ich breche zusammen. Ne, ich kann auch keinen zwingen, Kommentare zu schreiben und von daher gesehen will ich mich auch nicht beschweren. Müssen wir den nach unten tun? Ah, müssen wir. Okay. Wahrscheinlich gibt es hier auch nur wieder so ein unnötiges Item, wa? Boah, wie lang zieht sich die Scheiße denn hier noch, Mann? Das kann doch nicht sein. Kastatur! Meine Phrasen, Alter. Das kann doch echt nicht wahr sein, Mann. Ich will jetzt noch in diesem Part auf jeden Fall gegen N kämpfen, wenn es wirklich zum Kampf kommt, aber... Alter! Wenn mich jemand herausfordert, dann bin ich bereit. Selbst an einem stark elektrisch geladenen Ort wie diesem hier. Ich bin schließlich ein Ast-Trainer. Oh Gott, ey. Jetzt kommen aber die ganzen Geschütze. Oder jetzt werden die ganzen Geschütze aufgefahren, oder was? Jetzt müssen die ganzen Ast-Trainer kommen. Ist das euer Ernst? Ist es euer Ernst, Mann? Angelique! Molly Morba! Aha. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das haben wir auch. Verfolgung. Was zieht das denn ab? Gar nichts, ne? Hat ja nur 40 Stärke. Ja, doch, ist schon, ist schon gut. Ach komm.
Erstmal bringt uns der Spezialangriff gar nichts und dann musst du uns noch verwirren, ist das dein Ernst? Ja, war klar. War klar, dass es so passieren muss. Itemsperre. Was hat Peter nochmal für ein Item? Naja, komm, ist egal. Komm, jetzt triff. Komm, es ist nur ein Molimorba. Ach, ich bitte dich, Mann. Jetzt haben wir wieder Pech, ne? Jetzt geht's wieder los. Ja, tot. Kann ich euch jetzt schon sagen, tot. Ne, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich werde jetzt einwechseln. Ich hätte von Anfang an einwechseln müssen, und zwar Evo Games. Komm, besiegen wir oder bekämpfen wir Feuer mit Feuer. Ist halt so. Tja, zieht nichts ab, ne? Bitch. Tja, Finte, Schlampe. Gibt's zwar keinen Step drauf, aber wenigstens kann Evo Games Unlichtattacken lernen. Ist cool. Pikolente, ja gut, ja, geil, ne? Ich würde ja sagen Peter, aber der ist angeschlagen. Dann muss ich wohl... wen nehme ich denn dann? Ach komm, weißt du was, ich nehme trotzdem Peter, Mann. Wir haben eine hohe Initiative, was geht? Die Initiative wird uns den Arsch retten und ihn töten. Oh. Denn ich glaube immer noch, dass Pikolente vom Typ Wasser... Flug ist. Wasserflug müsste es, glaube ich, sein, ja. Da pushen wir erstmal ein bisschen Trank, ne? Ein Tranky Trank. Oder ein Sprudel. Meine ich doch. Blubstrahl. Oh, wie süß. Oh. Oh, das hat aber wehgetan. Obwohl, das hat schon recht viel abgezogen. Oh, ist egal, komm. Es musste sogar eine Vierfachschwäche geben. So sieht's auch aus, Alter. Ja, wir hätten auch sofort angreifen können, nur ich war halt ein bisschen verängstigt. Dressela, Dressela. Was ist das denn? Psycho? Bist du ein Psycho-Pokémon? Dressela wegen Dress, Kleid. Vielleicht ist es ja so ein Psycho-Ding. Keine Ahnung. Ich pack mal Evo Games raus. Ich bin mir unsicher. Ja, los, komm raus. Nicht unbedingt, aber ich glaube, der Psycho-Schock kann dennoch einiges ausrichten. Oh, müssen die uns alle verwirren? Natürlich. Ja, ja. Ja, ja, ist okay. Natürlich werden wir jetzt noch verletzt, ne? War ja klar. Das ist so eine nervige Scheiße. Ich hätte Dragunia rausholen sollen. Aber wo soll ich denn wissen, dass das ein Pflanzen-Pokémon ist? Komm. Ich will einen One-Hit sehen, Mann. One-Hit. Dann nicht. Pff, wechsle ich dich halt aus. Bitch. Meine Fresse. Dann müssen wir es halt mit Power probieren. Ich meine, wenn es mit Evo Games nicht klappt. Oh, wie ich diese Pflanzen- und Käfer-Pokémon hasse, ne? Wie die Pest, die Drecksviecher. Kann doch nicht wahr sein. Besonders, wie schnell ist das Pokémon, bitteschön? Klar, es pusht sich immer weiter und so, aber trotzdem. Alter. Ich glaube, es hat selbst eine, ja, ich glaube selbst Peter... Obwohl, Peter müsste eine höhere Initiative als das Drecksvieh haben. Naja. Level 31 für Dragunie. Sehr schön. Bip, bip. Na hoppla, das war elektrifizierend oder so. Schlampe. Mann, Alter, ohne Scheiß. Ich will den Schutz haben. Wenn ich hier gleich keinen Schutz bekomme, dann raste ich aus, Mann. Man kann hier echt nicht einmal durchrennen, ohne von einem Pokémon angerannt zu werden, Alter. Das ist so nervig. Entschuldigung. Hypertrank gefunden. Okay. Nein. Ich wollte diesen scheiß Itemradar nicht schließen, Mann. Sternstück erhalten. Oh. Das regt so auf, ne? Das regt echt auf. Meine Fresse. 15 Minuten im Part und wir haben mal wieder nichts geschafft. Außer ein paar Kämpfe, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Meine Fresse. Was war da unten nochmal? Nichts, ne? Ne, anscheinend nicht. No. Was soll ich dazu noch sagen, Mann? Ich würde am liebsten alle wilden Pokémon-Kämpfe schneiden, wisst ihr das? Nur dann würde ich so sagen, ja, okay, ich bin wieder da und ich bin wieder da und ich bin wieder da. Und das wäre richtig scheiße für euch. Deswegen lasse ich die im Part drin, ey. Ansonsten würde ich echt sagen, wir schneiden die Scheiße. Weil wir können ja, seht ihr, wir können echt keine 5 Schritte gehen, Mann. Das sind so Hurensöhne. Die regen auf. Meine Schnauze, ey.
So, kann ich vielleicht das Item einsammeln, ohne dass irgendwas passiert? Dankeschön, du Bastard! Aber meine Frage jetzt, wie komme ich denn da unten hin? Natürlich kurz davor, kurz bevor wir natürlich da in diesen, in dieses Erz, keine Ahnung was, reinrennen, muss natürlich ein Pokémon kommen, was dafür sorgt, dass wir hier natürlich gar nichts an sich bekommen. Ja, gar nichts, sag ich doch. Aber wie komme ich denn da hin? Naja, komm, scheiß drauf. Ist da irgendwas Wichtiges? Lass mich mal kurz nachgucken. Ach, stimmt ja, es müssen ja 1000 Pokémon kommen. Aber nochmal zu den Abonnenten, die ich benannt habe. Also... Ah, ein Item, sehr schön. Blendpuder gefunden! Natürlich, ja, natürlich. Ey, es ist so nervig, man kann sich noch nicht mal umdrehen, ohne dass ein Pokémon kommt. Ah! Regt das auf! Die legen hier noch nicht mal einen Schutz in, die Bastarde, Mann. Beim nächsten Mal, wenn ich in den nächsten Pokémon komme, werde ich den leer kaufen, diese Scheiße, ey. Werde ich nur Super- und Top-Schutze kaufen von der Kacke. Ich hab echt die Schnauze voll. Meine Fresse. Und ich bin zu faul, wieder in die Stadt zu rennen, um da Schutz zu kaufen. Weil ich muss dann wieder zurückrennen und sowas. Und darauf habe ich keinen Bock. Meine Fresse. Das gibt's doch nicht. Das regt auf. Was soll der Scheiß denn? Seht ihr das? Noch nicht mal 2 Schritte, Mann. Das regt mich schon von Part zu Part mehr auf, Mann. Ich komm hier morgen noch nicht raus aus dieser Scheißhöhle. Ist das dein Ernst? Wie komme ich jetzt raus? Ach so, ja, wenn ich wieder außen rumlaufe. Ja, ich weiß nicht, wie man da unten drankommt an das Item, aber ist mir auch gerade egal. Ich will einfach nur raus. Was ist das denn? Wow, wir haben es einmal geschafft, hier rauszurennen, ohne dass ein Pokémon kommt. Ey, wir sind gut. Krass. Hat mein Hilfeschrei, wurde mein Hilfeschrei etwa erhört? So, ey, du Bastard. In einer Welt, in der sich viele zu viele Wertvorstellungen vermischen, herrscht undefinierbares Chaos. Stimmt ja, ich bin immer Mr. Double Time. Ich Double Time, ja, stimmt. Ah. Alles ist grau und grau. Das kann ich nicht dulden. Tritt man die Pokémon von den Menschen, so teilt man die Welt damit, verzauberlich in Schwarz und Weiß. Ah, Schwarz und Weiß. Versteht ihr? Hä? Hä? Nur so können denn die Pokémon auch endlich ihr wahres Potenzial entfalten. Ja, das ist mein Traum. Und dieser Traum muss realisiert werden. Sakai, hast du auch einen Traum? Hab ich. Du hast also einen Traum? Das ist ganz vortrefflich. Dann lass uns doch mal bitte in einem Kampf herausfinden, wieso du diesen Traum verwirklichen möchtest. Okay. Woher weißt du, was mein Traum ist? Mein Traum sind Kämpfe zu gewinnen gegen dich, du Bastard. Und keiner dreht uns hier den Rücken zu, ist es klar, N? Wenn wir gleich gewinnen, drehst du uns nicht den Rücken zu. Denn keiner kann uns den Rücken zudrehen, außer deiner Mutter, die wir in den Arsch ficken. Du kleine Beep! Bam! Hab ich dich genatzt, wa? Bitch. Okay. Ich werde Dennis anwechseln, denn Dennis hat's drauf. Ach ja, und wie gesagt, nochmal hier zu dem Thema Abonnenten benennen und sowas. Also, ich glaube, die Hälfte meines Teams schreibt keine Kommentare mehr oder sehr wenig Kommentare. Und wie gesagt, das finde ich halt schade, weil sie halt vorher darum gekämpft haben. Und jetzt kommt das ein bisschen so rüber. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber es kommt halt ein bisschen so rüber, als würden sie nur schreiben, um benannt zu werden. Das glaube ich aber nicht von den Leuten, weil die sind einfach, weil das sind eigentlich nette Leute. Glaubst du, dass Pokémon-Kämpfe das gegenseitige Verständnis fördern? Ja, selbst reden, Alter, was denkst du denn? Was er sagt. Was der Mann mit den grünen Haaren sagt. Sehr schön, das müsste für Dennis Level 33 werden. Yes, ja, sehr gut. Geiles Level. Regentanz, na. Nee, ich glaube nicht, Alter. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe eben nachgeprüft, ob das mit der Maus schneller geht, aber es geht echt nicht schneller. Beibehalten, Bitch. Beibehalten. So. Sag an. Level 30 für Peter. Sehr gut. Sehr gut. Stampfer. Auch eine relativ starke Attacke. Ich glaube, 80 Genauigkeit, 90 Trefferquote oder sowas. Nee, 100 sogar. Wow. Okay. Ich weiß nicht. Was mache ich dadurch weg? Verfolgung? Ja, komm, Alter. Verfolgung kommt weg.
Ich meine, wir haben sowieso jetzt mit, wie hieß das Pokémon nochmal? Evo Games auf jeden Fall. Evo Games. WhatsApp. Enrico. Ja, also wie ihr sehen könnt hier, es gibt ja Dennis, Peda, Evo Games, Enrico und Dragunje. Und Peda kann keine Kommentare schreiben, weil er keinen YouTube-Account hat. Aber er hat mir halt die Tipps gegeben mit dem Pokémon-Team. So. Dennis, was mit Dennis ist, weiß ich nicht. Ich glaube, er hat irgendwie keine Zeit oder so. Dragunje, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich auch keine Zeit. Und Enrico, von dem weiß ich auch gar nichts mehr. Der hat sich zuletzt, glaube ich, in Part 10 oder so, hat er was geschrieben oder so. Als wir so in, wie hieß der nochmal, Septerna City waren. Da hat er, glaube ich, nochmal zuletzt was geschrieben. Aber ansonsten war er dann richtig weg vom Fenster. Ist schade, klar. Ich meine, die haben sich ja richtig bemüht, um ins Team zu kommen. Ich weiß halt nicht, ob sie jetzt, woran das jetzt liegt, dass sie das machen. Oder warum sie jetzt keine Kommentare mehr schreiben. Also, ich glaube, von Dennis hat er, glaube ich, keine Zeit. Deswegen schreibt er keine Kommentare. Aber von Dragunje bin ich mir auch nicht sicher, dass sie oder dass er nur geschrieben hat, um ins Team zu kommen. Das glaube ich nicht. Er schreibt ja immer, wie ich finde, eine der besten Kommentare hier. Oder wirklich die besten Kommentare, weil die halt mega lang sind. Und bei ihm ist das so, er nennt alle Sachen oder die meisten Sachen, die im Part passiert sind und zählt sie alle auf. Und das kann sich schon mal auf so 100 Zeilen ziehen bei ihm. Das ist so seine Art, wie er kommentiert. Klick, ja, ich würde sagen, wir bleiben bei Dragunje. Aber das auch nur dazu, mit den Abonnenten und so. Wie gesagt, ich finde es halt schade, dass ich nur noch so wenige Kommentare bekomme. Sieh nur, jeder Faser meines Körpers ist irgendwas. Aber das ist ja auch klar, weil irgendwann, na, wir sind auch jetzt schon in Part, weiß ich nicht, 35, glaube ich. Das ist schon auf jeden Fall eine krasse Partzahl. Meine Freunde wurden verletzt. Das gehört zur Realität des Pokémon-Kampfes. Ah. 5600 Poké-Dollar, Alter. Warum nur? Schweren Herzens habe ich mich in der Rolle des Trainers begeben und habe doch von nur verloren. So werde ich nie meine Ideale, oder so werde ich meine Ideale niemals verwirklichen können. Ich werde nie die Freundschaft eines legendären Pokémon nicht. Hau rein. Kai! Hallo! Ich bin dumm. Es ist nicht mehr weit bis Panaero City. Ja. Oh. Du hast gute Ohren, Bell. Ich staune, dass du selbst auf diese Entfernung die Stimme von Kai ausmachen konntest. Oder diese Pissstimme, ey. Diese Piepsstimme, ey. Biss, Bitch, Alter. Aber sag mir, Kai, wer ist denn dieser Bastard da? Ist das ein Zirkusartist? Weil er hat einen Pferdeschwanz. Echt richtig? Sie zwängen die Pokémon nach völlig willkürlichen Regeln in irgend so ein Klassifikationssystem, ohne jemals die Beziehung zwischen ihnen und ihren Pokémon-Trainern zu hinterfragen. Und sie glauben tatsächlich, dass so die Existenz der Pokémon, also solche, so verstehen zu können. Ich kann ihren Pokémon jetzt nicht gutheißen. Was denken sie sich nur dabei? Ja. Halt die Fresse. Woher stand nur diese große Abneigung, die du mir entgegenbringst? Bin ich für dich nicht sexy genug? Ist mein Arsch dir nicht zu breit? Bitch. Die Sache ist mir eigentlich ganz egal und so, aber es ist ganz einfach. Du hast deine Sicht der Dinge und ich habe meine. Keine der beiden Sichtweisen ist repräsentativ für alle. Sollte letztlich nicht jeder für sich selber entscheiden dürfen, wie man den Pokémon begegnen sollte, du Bastard? Das kann ich nicht gelten lassen. Menschen mit ihrer Sicht der Dinge fügen den Pokémon nur Leid zu. Ich kann meinen Augen vor solch großem Unrecht nicht einfach verschließen. Ist das so, N? Ja gut, dann gehen wir ins Pokémon-Center, wo die Pokémon ausgebeutet werden. Okay? Bitch? Spasti. Ich sehe schon. Nee, stimmt, ist er gar nicht, N. Ich sehe schon, ich werde ihn nicht so einfach von seiner Meinung abbringen können. Aber ich würde mir zumindest wünschen, dass er sich anhört, wie andere über die Sache denken. Aber er ist halt wie ich. Ignorant. Ein ignorantes Arschloch. Mal sehen. Ich will lieber noch zusätzliche Daten sammeln. Ach so, nee. Das ist, glaube ich, Bell. Um unsere Freundschaft mit den Pokémon weiter zu vertiefen, müssen wir so viel wie möglich über sie in Erfahrung bringen. Nee, das war doch die, okay. Ich bin doch jetzt die Leibwache von Professorin Esche, also werde ich sie begleiten. Ja, hau rein, zu mehr bist du auch nicht in der Lage, ne? So, Leute, ich würde sagen, wir haben gegen M gekämpft, wir haben die Hülle endlich mal richtig erforscht und nochmal zu den Abonnenten und so. Evo Games schreibt Kommentare weiter fleißig und das finde ich auch gut. Gefällt mir, dass er trotzdem so dran bleibt und ich weiß, irgendwann verlässt er einen auch die Motivation, ein Projekt zu schauen oder zu kommentieren, weil das Projekt halt lang sein wird. Und ich glaube, mein Pokémon-Let's Play wird 80 Parts brauchen. So, wenn ich hier alles machen will. 80, 90 Parts. Das könnte sogar mein längstes Projekt hier auf dem Kanal werden.
Von daher gesehen kann ich das schon verstehen, wenn ihr keine Kommentare mehr schreiben wollt. Oder wenn ihr dieses Projekt nicht mehr schaut. Aber ich bin trotzdem froh, dass ihr alle noch dran bleibt. Also alle, die jetzt noch gerade noch zuschauen. Dankeschön. Finde ich richtig cool von euch. So, und ich möchte jetzt auch den Part beenden. Und im nächsten Part gehen wir dann nach Panaero City und gucken mal, was da auf uns wartet. Wahrscheinlich wieder eine Arena, wie in jeder Stadt. Also Leute, haut rein, ciao.